Das ist Robert Hoffmann. Ein charmanter junger Mann, zu dem die Frauen netter sind als die Männer. Komm weg! Bist du verrückt geworden? Du hättest ihn beinahe umgebracht. Ich bin einer der besten Stopper der Welt. Hey, Tankwart! Sofort! Sein Schuldirektor setzte ihn vorzeitig auf die Straße und sagte... Denke an meine Worte, Roberto! Du endest noch mal in der Gosse! Jeder muss einmal von unten anfangen. Und Robert hatte Glück. Als Autonarr erfuhr er im Umgang mit rassigen Motoren, wie man in dieser Welt ein Mann wird und was es heißt. Das... gewisse... etwas... der Frauen. Es war wirklich sehr anstrengend für ihn, denn jede Frau wollte ihm etwas Gutes antun. Er ließ sich zwar vieles gefallen, aber die Damen hatten auch zu ausgefallene Ideen. Sie sind meine Königin? Ich bin der König? Es lebe der König! Ah, nein! Ach, doch, du bist der König. Man versetzte sich in galante Zeiten, besuchte einen Steinzeitmenschen, entdeckte die Geheimnisse der Kernspaltung in einem Atomlabor, und dann traf Robert einen berühmten Sex- und Busenstar, Margaret Joyce, in ihrer bescheidenen Wohnstube. Bei ihr war immer etwas los. Marcel, erledige du das bitte. Was, ich? Ja, los, küss ihn. So, da haben Sie Ihren Kuss von Margaret Joyce. Oben angekommen sah er klar. Er spürte das gewisse Etwas der Frauen und machte Fortschritte. Bald hatte Robert sich einen festen Platz in der Gesellschaft erobert, auf dem er sich behaupten musste. Hilfe! Lassen Sie mich sofort los! Machen Sie, dass ich wegkomme! Aber, Sie sind wohl verrückt geworden! Ich habe noch gar nicht verstanden! Mutig und entschlossen war er bereit, jede Gelegenheit zu ergreifen, um nach oben zu steigen. Es war fantastisch. Robert lernte es kennen. Das gewisse Etwas der Frau. Eine Frau wird es schön durch die Liebe, ganz allein nur durch die Liebe. Und wenn sich eine mal etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann konnte es gar nicht schnell genug gehen. Robert lebte sehr gefährlich und riskierte sogar seinen Kopf, indem er sich kopfüber in alle Abenteuer hineinstürzte. Es waren unvergessliche Augenblicke in seinem Leben und alles, was aufregend und gefährlich war, verdankte er nur den Frauen, die ihm halfen, ein Mann zu werden. Und jede zeigte ihm auf ihre Weise das gewisse Etwas der Frauen. Ein beneidenswertes Abenteuer. Und so etwas hier, in diesem Theater?